Freunde, ich hoffe, euch allen geht's gut. Eine ganz, ganz unbekannte Location. Keiner von uns kennt diese Location, die ich jetzt gerade hier habe. Ich befinde mich aktuell in Dubai. Wir befinden uns im Hotel. Was natürlich nicht fehlen darf, ist die Arbeit. Und wir werden uns heute auf Ach und Krach ein Video anschauen von Pumping Monkey. Ich muss ab und zu auf den PC gucken, um zu schauen, ob das Ganze noch filmt oder nicht. Weil es ist, wie gesagt, ein ganz, ganz anderes Setup. Ich habe das irgendwie auf Überlebensmodus alles aufgebaut. Ist nicht die beste Qualität. Am Ende des Tages zählt aber, dass wir hier Content liefern. Ihr wolltet es, ich wollte es und ja, ohne Arbeit kann ich nicht. Deswegen verzeiht mir da auf jeden Fall. Wir schauen uns heute Pumping zu dem Monkey an. Titel vom Video: Frankfurt Tinder mit Reality Stars. RTL. Also ich kenne beide tatsächlich nicht, die ich auf dem Thumbnail sehe. Das Thumbnail ist natürlich trotzdem sehr, sehr auffällig und wir werden da reinschauen und gucken, was uns erwartet in diesen 16 Minuten. Ladies and Gentlemen, Dankeschön fürs Einschalten. Ich küsse eure Herzen. Heute haben wir was ganz anderes und zwar Tinder auf meine Art auf dem World Club Dome. Promi-Tinder. Ich würde... Okay, Promi-Tinder. Leider muss ich nur gestehen, ich kenne die Promis nicht, die da jetzt in dem Video zu sehen sind. Vielleicht die einen oder anderen von euch sollten die kennen, aber ich kenne die auf jeden Fall nicht. Wir checken jetzt einmal die Männer ab und ihr applaudiert, okay Mädels? Also das sind unsere Männer, die Single sind. Applaus euch mal an, einer hübscher wie der andere. Schwör auf alles, ich dachte, das wäre Kalim. Ich dachte gerade, was ist mit dem Typen passiert, dass er jetzt bei einem Tinder mitmacht. Was muss da passiert sein, aber das ist nicht Kalim. Kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Die ein oder anderen haben es schon mitbekommen. Ich habe meine eigenen Düfte rausgebracht und wir haben wirklich für jeden was dabei. Für Mann, für Frau. Und Unisex. All unsere Kunden schwärmen von der Haltbarkeit der Düfte und natürlich von unserer schnellen Lieferzeit. Geht gerne auf die Seite, schaut euch um und ihr werdet zu 100% etwas für euch finden. Für die Sparfüchse unter euch, Code Denison20. Damit spart ihr 20% auf eure Gesamtbestellung. Du bist Bescheid, Tinder auf meine Art, Ladies first. Hi. Hi. So, stell dich mal vor. Ich bin Nathalie. Nathalie, woher kommst du? Aus Köln. Weißt du, warum du heute hier stehst? Nein. Falls jetzt irgendjemand fragt, ich habe da nicht reingeguckt. Ihr habt reingeguckt. Digga, schiebt die Schuld doch jetzt nicht auf mich. Ich habe gar nichts gemacht. Du checkst diesen Typen einmal von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. So, jetzt sag mir, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Ich würde ihn sofort heiraten. Du würdest ihn sofort heiraten? Sofort. Ist er genau dein Typ? Genau, dieser Stil, dieses Lächeln. Bro, ich will nichts sagen, ne? Ich schwöre, ich bin kein Typ, der jetzt irgendwie das Recht hat zu sagen, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Wenn ich mir die jetzt so anschaue, ne, die ist locker 30 aufwärts. Sagen wir mal 33, 34 Jahre alt. Bro, Digga, die ist immer noch hinter Gittern, ne? Warum hat die noch eine Zahnspange mit 34? Ich dachte, das wäre mal so ein Ding, okay, schiefe Zähne ist normal, kann man nichts ändern, außer man nimmt halt in den jungen Jahren die Zahnspange in Kauf. Aber mit 34 ist doch ein bisschen zu spät, oder nicht? Frisur, einfach alles. Ich hätte jetzt gefragt, was dein Traummann ist, aber du sagst, er ist es. Ja. Ja. Okay, crazy. Dann hören wir uns mal die Meinung von ihm an, ob es genauso ist. Okay, ich bin vielleicht gespannt. Wird sie ein Date. Wer weiß. Boah, crazy sympathisch. Gehen wir eins weiter. Hey, Gigo, stell dich mal vor. Ich bin der Checker vom Necker, der DSS Cracker, Stuttgarter Rapper. Boah, shit. Man kennt dich, oder? Und das Gesicht sagt mir auf jeden Fall was. Würde ich den auf der Straße sehen, würde ich den nicht erkennen. Aber das Gesicht hat man da schon mal irgendwo gesehen. Bereit, Bruder. Du weißt, einmal drehen und dann stehen bleiben. Okay, dann weißt du ja. Check sie mal ab. Einmal von oben bis unten. Cosimo, Date oder nicht? Auf jeden Fall, Bruder. Das ist wie Mischung von, wie heißt es, Shakira, Beyoncé. Okay. Wie heißt die andere? Kardashian. Bruder, die hat alles, was eine Frau haben muss. Sie hat gesagt, du bist ihr Traummann. Bruder, für mich ist sie auch Traumfrau. Schau die an, Bruder. Beenden wir das mit einem Kuss? Auf jeden Fall. Oh mein Gott, die küssen sich. Oh mein Gott, Applaus! Ich will nichts sagen, aber ich habe das Gefühl gehabt, die Nase hat auf jeden Fall den Bruder als erstes berührt. Also gestochen. Wortwörtlich gestochen. Wow, wow, so schön. Ich krieg Gänsehaut. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin Isabella Luna und ich bin hier irgendwie gerade in diese Show reingeraten. Was passiert hier gerade? Normalerweise läuft das ganz anders. Don't judge me, don't judge me. Normalerweise hättest du jetzt Talahons vor dir. Ja, Mann, das ist genau mein Ding, Habibi. Wo sind die Talahons? Wir sind hier auf dem Elektrofestival. Hier gibt's keine Talahons. Alla Billa, da musst du auf die Zeil kommen. Mal Herkules, einmal von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. So, wie heißt du nochmal? Isabella Luna, wie kannst du das nicht wissen? Ich bin ein Star. Okay, Isabella Luna, sag mir, ist es dein Typ? Date, ja oder nein? Das Ding ist, ich weiß ja nicht, ob's ein Talahon ist, weil er nackig ist. Vielleicht hat er ja so tagsüber so Gucci-Tasche und so. Wollen wir ihn mal fragen? Ja, frag ihn mal. Herkules, komm mal her. Bist du ein Talahon, Habibi? Guck mal, sie hat eine Frage.
Erzähl. Wir müssen doch jetzt diese Talahun. Ich kann dieses Wort nicht mehr hören, ne? Talahun, Talahun. Junge, wer hat dieses Wort überhaupt in diese Welt gesetzt? Digga, dieses Wort ist wirklich, ich habe das schon so oft gehört. Das ist 100% dieses Jahr dieses Jugendwort. Doch gerade hin. Ich muss jetzt wissen, ob du ein Talahun bist, weil man sieht's nicht, weil du ja nackig bist. Niemals bin ich ein Talahun, niemals. Was bist du? Ich bin Hybrid aus Deutsch und Türke. Hybrid aus Deutsch und Türke, ja, würde auch als Talahun durchgehen, oder? Reality Star auch gesagt, Reality Star. Ja, natürlich. Ah, okay. Mit dem Arm. Sehen die aus wie ein Star? Ja. Dankeschön. Sieht sie auch aus wie ein Star? Wenn lecker bist. Guck mal, der beißt sich so auf die Lippen. Aber ich darf nichts, ich darf nicht zu viel flirten. Wegen Erdogan, checked up. Oh yeah. Okay, also ist er dein Typ? Ja, ist auf jeden Fall ein Hübscher. Wie muss denn dein Traumtyp optisch aussehen? Beschreib mal. Ich stehe. Oder zeigst du mit dem Finger auf ihn? Es gibt keine Optik. Wenn ein Typ cool ist, ist er cool. Ist mir scheißegal. Guck mal, was er macht. Okay, er kann mit den Titten zucken. Yalla, Date. Wir hören uns jetzt die Meinung mal von ihm an. Ciao, wir haben zwei Teddys. Ich komm trotzdem zu dir. Ich muss gucken, ob ich hübsch aussehe. Sehr hübsch. Stimmt ab unter dem Video, bin ich hübsch oder nicht? So, Herkules, stell dich mal vor. Mein Name ist Ozan, bin aus Hamburg, 28 Jahre alt. Ozan? Jawohl. Du bist Türke? Ich bin Türke. Okay, crazy, du weißt ja, wie es läuft. Check sie mal ab, einmal von oben bis unten. Ich hoffe gerade die ganze Zeit, dass es mit der Soundqualität und so stimmt, ne? Hier, ne, wenn man hier einen Strich zieht, die eine Hälfte ist beim Video und die andere Hälfte ist gerade bei der Technik. Ich hoffe einfach, dass alles funktioniert. Okay, Ozan, sag mir, ist es dein Date? Ja oder nein, begründe. Ja, na was für... Auf jeden Fall ein geiles Set, also ein geiles Outfit. Aha. Mag ich, gefällt mir. Eine schöne Ausstrahlung, ich mag ihr Muttermal hier. Er steht auf dein Muttermal. Ich finde sowas süß. Ja, okay, danke, es freut mich. Weil, sag doch warum, weil das macht sich einzigartig. Irgendwann mal, das macht dich aus. Dankeschön. Eine schöne Ausstrahlung. Jetzt bin ich verliebt. Oh nein. Ozan, sei mal ehrlich, wie sprichst du Frauen an? Also wenn die eine... Ey, ohne Spaß, wenn ich mir die so beide nebeneinander anschaue, würde ich schon sagen, die passen echt sehr, sehr gut zusammen, ne? Also ich gehe einfach hin und sage, hey, was geht ab? Sag, zeig mal. Ich sag, hey, was geht ab? Hi. Alles gut? Ja, bei dir? Ja, wie heißt du? Ich bin dann immer ganz schüchtern auf einmal. Ich heiße Isabella. Hi Isabella, mein Name ist Ozan. Hi Ozan. Bist du aus Frankfurt? Nein, aus Berlin. Aus Berlin? Ja. Eine Berlinerin. Schön, ich komme aus Hamburg. Cool, ist ja in der Nähe. Es ist für dich ein Der Vibe, der Vibe passt schon mal. Sehr gut. Warte, wir müssen Sternzeichen machen. Das Frankfurter. Ein Puppe kriegt eine Nummer. Lakshu, Habibi, natürlich. Also ist für dich auch ein Date? Auf einmal so. Ja, also. Ja, kann man machen. Warte mal, wie? Das Ding ist. Ein Ja von Seele sein. Ja, das Ding ist, hör mal. Guckst du Erdogan? Erdogan. Are you the one? Ja. So, dementsprechend darf ich nicht zu viel verraten. Ich darf nicht Ach zu so, viel du verraten. Hast... Sehr sympathisch. Wir machen trotzdem ich weiter. Ich bin bei dir, Isabella. Ihr wart sehr Isabella. Cool. Isabella. Isabella. Geht mir Genüse denn? Ja. Dankeschön. Gerne, yeah, Bro. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin Yvette Mons. Wie? Yvette Mons. Yvette Mont? Ist das nicht eine Marke, Digga? Yvette Mont. Yvette Mont? Ja. Noch nie sowas gehört? Yvette Mont? Das ist mein Name. Yvette Mont? Ja. Ich schwöre auf alles, ja, manche Menschen haben einfach so einen Namen, wo ich mir denke, die sind einfach geboren für eine Modemarke. Es gibt da einfach so viele Beispiele von, ne? Und sie zum Beispiel, Yvette Mont, bei Gott, wenn sie eine Tasche macht und die nennt Yvette Mont, ich würde die kaufen, weil ich mir denke, das hört sich einfach geil an. Das ist einfach so dieser Name für eine Brand. Hi! Hi, ich bin die Alexa aus Mannheim. Ey, ohne Spaß, wenn man Alexa aus Versehen, also ich meine jetzt wirklich aus Versehen, so einen Pool wirft. Meint ihr, die braucht da nicht diese Schwimmflügel, um oben zu bleiben? Weil ich kenne das ja selber, wenn ich schwimme, ich gehe sofort runter. Wenn die jetzt als Beispiel reinspringt, kann ja sein, dass sie eine gute Schwimmerin ist, bleibt sie oben? Alexa, reagierst du auch wie die Alexa? Nein, ich habe Feierabend heute. Also keine Musikbestellung, bitte. Komm mal ein bisschen näher zu der Alexa. Gut, Alexa, weißt du, was heute deine Aufgabe ist? Ich habe da so einen heißen Mann gesehen da hinten. Echt? Ja, da hinten, der mit der Brille. Okay, den checken wir jetzt einmal von oben bis unten ab. Ja, kannst du mir den abchecken. I've been really trying, baby. Ich weiß nicht, ob das Pumpings Manager ist, aber den habe ich auch schon öfter gesehen, wenn ich mal Pumping gesehen habe, auf irgendeiner Veranstaltung. Da war er auch immer dabei. Was sagst du? Ist es dein Date? Ja oder nein? Ja, aber ich bin so ein bisschen schüchtern. Ich weiß jetzt nicht, ob er mich heiß findet. Meinst du? Findest oder? Du ihn heiß? Ja. Erstmal die Frage so. Ja. Wie muss dein Typ optisch aussehen? Ja. Schwarze Haare, so Haare auf der Brust am besten. Ich glaube, das hat er, oder? Ja. Was arbeitest du? Ja? Ich bin selbstständig. Okay. Tattoo-Model und Tänzerin, ja. Kannst du auch tanzen? Kannst du einen Spagat? Digga, Pumping ist so schlimm, ne? Ich sehe immer seine Blicke. Jetzt nicht mal dieses so auf. So hier so Augen zuhalten und so, als würdest du deine Augen reiben, aber dann da durchgucken, so. Weißt du? Bei ihm ist offensichtlich, er macht so.
Ja, und juckt gar nicht, Digga. Der denkt sich, Digga, ob ich jetzt auf Couch schlafe oder nicht, ist mir Latte. Ja, ich kann euch was zeigen nachher. Zeig mal. Nachher. Ja? Nachher. Dann hören wir uns ihn erstmal. An ihm, ja genau. Lock. An ihn? Oh, Playboy 51. XLD aus Frankfurt, Digga. Oh, Alter, Vater. Der Name hat Musik. Du weißt ja, was deine Aufgabe heute ist. Die meine findet auch dich so heiß, hat sie gesagt. Check sie mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Sag mir, ist es ein Date? Ja, nein, begründe. Digga, die Alte ist eine 6, das ist eine Granate. Das ist das Geilste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Echt? Ich habe dir meinen Lieblings-Teddybär mitgebracht, mit dem schlafe ich immer abends. Und dieser Teddybär, wer den hat, der hat den Schlüssel zu meinem Herzen. Und der Teddybär gehört hier. Komm her, Baby. Komm her, mein Schatz. Hey, ich bin der Yüksel. Wie heißt du? Alexa. Einfach Yüksel und Alexa. Das passt doch mal gar nicht ins Bild, Digga. Aus Frankfurt, wo kommst du her? Mannheim. Aber Yüksel, bist du Single? Ich bin Single, ja. Hör mal zu. Digga, mach mal Hemd ganz schnell wieder zu. Da guckt gleich ein Göbek raus. Teddybär habe ich mir selber gekauft. Und der steht jeden Abend bei mir. Und wer diesen Teddybär hat, der hat den Schlüssel zu meinem Herzen. Aber riecht der nach dir? Ja, mein Engel, den will ich ja schenken. Wirklich? Ja, nur du kriegst den. Wenn du den hast, du hast den Schlüssel zu meinem Herzen. Oh, Yüksel, das ist voll süß, aber würdest du deine Nummer da drauf schreiben? Sie wollte auf dir was zeigen. Ha, mir ja, der Spagat. Ey, Digga, ist das überhaupt noch zulässig für YouTube? Ich frag wirklich für einen Freund. Alter, die ist einfach Magic Mike. Magic Marika. Also eins muss man ihr lassen, bewegt ist sie auf jeden Fall. Also heiraten will ich nicht aus einem Grund, weil die Frauen wollen mein Bestes. Die wollen nur mein Geld. Aber auf Ibiza können wir heiraten. Ich hab geduscht. Lass uns Spaß haben. Okay. Okay, dann wünschen wir euch viel Spaß. Bitteschön. Hi. Hi. Na, sexy Frau. Hi, Fatih. Hi, stell dich mal vor. Ich bin Jessie. Jessie, du weißt ja, was heute deine Aufgabe ist. Ja. Du checkst diesen sexy Typen einmal von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. Sag mir, ist es ein Date, ja oder nein? Mir ist so warm. Mir ist gerade so warm geworden. Ja, der ist voll süß. Was hast du gesagt? Also ich glaube, wenn man das jetzt mal so vergleicht mit den anderen Tinder-Folgen, Digga, da wird ja nur gedisst. Da kriegt keiner irgendwie ein Date. Hier bei diesen Reality-Stars, Digga, das ist geschenkt. Jeder will sich daten. Ja. Wie muss dein Typ optisch aussehen? Tätowiert mag ich. Okay, das war's. Nee, er muss selbstbewusst sein. Stell dich mal vor. Ich bin der Lars, servus. Lars, du bist bekannt? Bekannt aus dem Reality, yo. Reality? Reality. Wie viele Frauen hattest du schon? Keine Angabe. Wie hoch ist dein Bodycount? Keine Angabe. Okay. Check mal Jesse einmal von oben bis unten an. I've been really trying, baby. Sag mir, ist es ein Date? Ja, nein, begründe. Safe and Date ist eine... Also ich finde eine Drecksau ein bisschen, ne, versaut. Safe. Ah, safe Date. Safe. Also, allein der Gedanke mit ihr, ne? Also sexuell safe eine Drecksau. Oh shit! Was soll ich erzählen? Dein Partner ist vor dir abgehauen, warum? Digga, was ist das für eine Folge? Also ich hatte eigentlich nur vor, eine ganz normale Tinder-Folge zu schauen. Das ging fast in die Richtung, wir haben eine neue Seite geöffnet im Internet. Und die Seite ist ab 18. So ein Ding hat mir das gerade an Vibes gegeben. Aber wie gesagt, ich fand die Folge okay. War jetzt nichts Großartiges drin. Da finde ich die Folgen auf dem Zeil oder am Zeil viel, viel geiler, also viel unterhaltsamer. Aber wir haben uns das trotzdem angeschaut. Das haben wir abgehackt. Dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen in alter Frische wieder.